Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fracture Space und wir haben ein neues Schiff. Gott, ich verplapper mich direkt schon wieder am Anfang. Und das hier ist die Interceptor, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ein interessantes Schiff, weil es ist so ähnlich wie die Reaper, aber auch nur so ähnlich, da es etwas ein paar andere nette Kleinigkeiten hat, mit denen es ziemlich hart auf den Putz hauen kann. Und die werde ich euch gleich mal alle zeigen, sofern ich mich noch dran erinnern kann, was bei diesem Schiff macht. Weil ich habe vergessen, was der Gauss Driver und die Targeting Inhibitor. So, was die beiden nochmal machen, das habe ich nämlich vergessen. Und, dann haben wir eine Raider, eine Enforcer, wobei ich die Enforcer scheiße finde. Das ist auch ein scheiß Schiff. Nein, Scherz. Jedes Schiff ist gut, solange man damit umgehen kann. Und genau das ist das Problem mit mir und der Enforcer. Ich kann mit dem Schiff überhaupt nicht umgehen. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Es tut mir einfach leid. Ich kann damit nicht umgehen. So. Capturen wir hier mal. Ja, wir treffen hier einen Scheiß natürlich. Ist ja mal wieder typisch. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir uns damit aufhalten oder? Nee, komm, wir greifen direkt da hinten an. Fliegen wir jetzt einmal durch. So, verschwinden wir einfach jetzt mal. Ne? Ciao, meine lieben Freunde. Wir marschieren mal kurz zu eurer Base. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. So, am besten noch die hier hinterher schicken. So, das Lustige ist übrigens an den Kanonen, die dieses Schiff hat. Die können sich, sagen wir mal, überhitzen. Oh, okay, das war der... Ja, genau, das war der Strahl, okay. Da habe ich den richtigen ausgesucht. So, dieses schöne Schiff hat nämlich so eine Art Superstrahl oder wie auch immer ich das Teil nennen soll und einmal abgedrückt richtet das Ding richtig Schaden an. So, dann ist der andere Strahl nämlich dafür da, um die, genau, die wundervolle Verteidigung des Gegners zu brechen. So. Also im Grunde könnt ihr euch das so vorstellen, der Targeting Inhibitor, der bricht die gegnerische Verteidigung, also die gegnerischen Schilde. Und der Ghost Driver richtet halt eben einfach nur umwerfend viel Schaden an. Auf einen Schlag, auf einen Punkt konzentriert. Und eigentlich ist es so gedacht, man benutzt erst den Targeting Inhibitor, wie auch immer ich das Ding aussprechen soll, bricht damit die gegnerische Rüstung und dann haut man ordentlich auf diesen Punkt Schaden. Ja, und da gehen auch meistens dann noch die großen Verteidigungsschiffe in die Knie. Sag mal, wenn jetzt nichts weiter passiert, dann wird das eine ziemlich langweilige Runde. Ja, weil wir hier das hier gerade wie fröhlich einnehmen. So. Hat übrigens auch ein bisschen gedauert, daraufhin hinzuarbeiten auf dieses Schiff. Hat ja auch 308.000 gekostet oder wie auch immer. Das ist kein kleiner Preis. Ja, nee. Auch wenn ich gar nicht wissen will, es dauert unglaublich lange, sich auf ein 900.000er Schiff hinzusparen. Das ist garantiert eine Katastrophe. So, und möchte hier nicht eventuell mal ein Gegner kommen oder so? Ich meine, wir sind schon über der Hälfte. Irgendwie so. Bitte einer auf uns aufmerksam? Ja, da scheint einer auf... Ja, endlich! Meine Güte, ich dachte schon, die werden gar nicht auf uns aufmerksam. Oh, fuck. Ich habe den Strahl gemacht. Der geht so dermaßen daneben. So. Okay. Aber immerhin, wir haben direkt im ersten Angriff 73% eingenommen. Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden und ja.
Dass ich da jetzt zerstört wurde, juckt mich jetzt eigentlich nicht so sehr. Ich hoffe aber mal, ihr greift auch an. Tut ihr das denn auch? Einen Angriff tätigen? Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Das wird eine ganz kurze Aufnahme. Ach ja, komm, dann nehmen wir nochmal Attack. So, jumpen wir mal dahin. Ja, ja, Rudolf. So, und da hinten wird jetzt ordentlich gekloppt, nehme ich mal an. Genau. Ja, okay, wir haben gewonnen. Nice! Die Runde ging ja eigentlich, was heißt ja eigentlich? Die ging richtig schnell. Und immerhin, wir sind Zweiter. Also ich glaube, wir sind Zweiter, oder? Denn laut dieser Rangliste sollten wir doch Zweiter sein. Naja, egal. Ciao, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.